Kurze Düsseldorf, spielt so eine Mannschaft im Abstiegskampf? Ich glaube, dass sie nicht im Abstiegskampf spielen, sondern dass sie absteigen. Wer so über Platz läuft teilweise, der hat, das muss man auch ganz klar mal feststellen, der Bundesliga nichts zu suchen, überhaupt nichts. Und ich glaube, es ist auch nicht einfach damit getan, dass man eine Mannschaft zusammenstellt aus Amateuren und noch ein Amateur dazu und vielleicht einigen Spielern, das muss man ganz klar sagen, die bei uns Regionalliga-Format haben. Damit kann man nicht in der Bundesliga bleiben, das ist unmöglich. Der Holger Fach hat gerade bei uns gesagt, wenn ein Verein zum Teil auf Spieler mit Regionalliga-Niveau setzt, dann kann man nicht mehr als so eine Leistung heute erwarten. Würden Sie das unterschreiben? Ich glaube, der Holger weiß auch, in welcher Situation wir uns befinden. Aber wir müssen zusehen, dass wir mit den Spielern, die wir zurzeit haben, versuchen, den Abstieg zu spielen und den Abstieg zu vermeiden. Ich würde es nicht unterschreiben, weil wir noch 5 Spiele haben. Georg Koch, der Schlichter im Team und bei den Fans. Die Polizei hatte alles im Griff, drohende Sitzblockade aufgelöst, aber traurige Bilder nach tollem Spiel. Für mangelnden Einsatz beim Training Sergej Juran. Bei ihm konnte man sich nicht sicher sein, ob er lieber aktiv oder passiv am Training teilnehmen wollte. Auch Holger Fach dachte sich wohl so seinen Teil zum Thema Einstellung. Und Rudi Wojtovic war so sauer auf einige seiner Jungs, dass er lieber nicht vor die Kamera treten wollte. Es hat vielleicht heute der gewisse Ehrgeiz oder der gewisse Einsatz noch gefehlt. Und wie kann der fehlen vor so einem wichtigen Spiel wie morgen? Es geht doch jetzt um den Abstieg. Ja, das ist eine schwierige Frage, aber vielleicht heben wir uns das für morgen auf. Was spätestens dann auch mehr als nötig ist, vor allem weil die Mannschaft jetzt auch mal dem Trainer den Rücken stärken sollte. Wir sind davon überzeugt, dass der Rudi das auf seine Weise lösen wird, ohne Alexander Ristić. Doch genau dieser Alexander Ristić möchte seinem Freund Rudi Wojtovic so gerne helfen in dieser schweren Situation, die nämlich beide in der letzten Saison schon einmal gemeinsam gemeistert hatten. Hier der Rat vom Lehrmeister. Rudi, du musst dich erinnern, unsere Situation war sehr schwer. Wir haben wir zusammen auch mit der Mannschaft gemeistert. Du musst ruhig bleiben und immer Gedanken machen, was war damals in dieser schweren Situation, was haben wir gemacht. Was genau haben Sie gemacht? Was war damals das Rezept? Ja, wissen Sie, wir haben ganzen Druck von außen, von Mannschaft weggenommen. Das konnte nicht jemand so hart kritisieren, reingehen und sagen, wenn eine oder andere Niederlage kommt, das ist sehr wichtig. Die Mannschaft hat gesehen, dass wir stehen hinter der Mannschaft. Der Rat ist sicherlich gut gemeint, doch Querelen kamen diese Saison nicht nur von außen in die Mannschaft. Nach der 0:5 Niederlage gegen die Bayern hatte Holger Fach das Bedürfnis, endlich mal richtig Tacheles zu reden. Der Verein arbeite nicht professionell und die Mannschaft, ob ihrer vielen Regionalligaspieler, sei sowieso nicht Bundesliga-tauglich. Wir müssen auf einige Spieler verzichten und da muss man dann auf solche Jungs auch zurückgreifen. Und man holt sie auch nicht umsonst aus der Regionalliga oder der Verbandsliga, wenn man nicht davon überzeugt, dass sie es irgendwann mal schaffen können. Aber Holger Fach kann zwar darüber denken, aber er darf vor der Kamera nicht darüber sprechen. Die Probleme mit Holger Fach haben Trainer und Mannschaft unter der Woche beseitigt, wohingegen die Düsseldorfer Lokalpresse versucht hat, Unruhe ins Fortuna-Umfeld zu bringen, indem Informationen bewusst falsch verstanden wurden. Einige haben wirklich sehr gut geschrieben, die ein Boulevardzeitung hat ganz schlecht. Die haben gedacht, Ristić wird wieder Posten übernehmen und alles. Das werden sie aber nicht. Das werde ich hundertprozentig nicht. Damit ist also zumindest eines ganz klar in Düsseldorf. Den festgefahrenen Karren muss Rudi Wojtovic ganz alleine aus dem Dreck ziehen. So richtig im Dreck bei der Düsseldorfer Fortuna. Sportlich spätestens seit Freitagabend, als Stefan Kunz mit dem 2:1 für Bielefeld Düsseldorf fast jede Hoffnung auf den Klassenerhalt raubte. Die schon sicher geglaubten 3 Punkte sind futsch, Fortuna Düsseldorf ist weit entfernt vom rettenden Ufer. Kein Wunder, dass da die Nerven bei den Kickern blank liegen. Rote Karte für Thorsten Jutt nach grobem Foul an Jörg Bode. Aber auch Manager Frank Mill ist zurzeit kaum zu halten. Er geht auf die Trainer los, allerdings nicht nur auf die gegnerischen. Das sind andere Gründe. Das sind Dinge, die normalerweise einem Manager im sportlichen Bereich nicht passieren durften. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Gespräch mit unserem Torwart Koch, wo er ihn, sagen wir, anspricht und sagte, wenn wir einen neuen Trainer holen, willst du bei Fortuna unterschreiben? Kann ich das, wenn das noch 2 Tage vor so wichtigen Spiel wie gegen Bielefeld nicht passieren durfte. Starker Tobak von Trainer Wojtovic. Manager Mill war trotz unserer Anfrage nicht zu einer Stellungnahme vor der Kamera bereit. Nächstes Problem, Georg Koch. Der trainiert zurzeit den Absprung von der Fortuna.
Der Torwart will unbedingt weiter erstklassig spielen, auch wenn der Verein weiterhin hofft, den besten Mann noch halten zu können. Auch heute war wieder ein Gespräch mit dem Vorstand angesetzt. In 2 Stunden weiß ich mehr und wir werden es gleich sehen, ja. Legen Sie ihm ein Vertragsangebot vor jetzt. Selbstverständlich. Das auch für die zweite Liga gültig ist. Auch für die zweite Liga, ja. Wunschdenken. Bleiben sollen übrigens auch Thorsten Jutt, Ulf Mehlhorn und Darko Drasic. Fortuna zog Paragraph 11. Der Vertrag von Markus Anfang und 3 weiteren gilt nur für die erste Liga. Ihre Zukunft bleibt offen. Klar dagegen der Wechsel von Holger Fach zu München 60. Sergej Joran ist längst mit dem VfL Bochum einig. Der 1. FC Köln zog hier den Kürzeren. Das soll den Domstädtern bei Torhüter Koch auf keinen Fall passieren. Es ist sicherlich so, dass wir Interesse an Georg Koch haben. Es sind aber gewisse Formalitäten noch zu erfüllen. Es kommt darauf an, ob jetzt Düsseldorf absteigt oder nicht. Wenn Düsseldorf absteigen soll, ist sicherlich so, dass der 1. FC Köln sehr stark daran interessiert ist, den Georg Koch zu verpflichten. Na, wer sagt's denn? Also, Georg Koch, Kopf hoch, seine Zukunft ist gesichert. Sie haben die Nase gestrichen voll und er offenbar auch. Präsident Jürgen Hauswald hat das Handtuch geworfen. Ob das aber unmittelbar vor dem Heimspiel gegen Karlsruhe ein clever gewählter Zeitpunkt war, darf bezweifelt werden. Welch ein Tag, als am Freitag statt Winnies Schäferstündchen sozusagen Fortunas Schläferstündchen eine 0:3-Pleite brachte, die Tür zur zweiten Liga nun ganz weit offen steht. Trotzdem für Kapitän Thomas Seliger, den Glücklosentrainer Rudi Wojtowicz und alle anderen stand heute wieder normales Training auf dem Plan. Das Vorstandsgerangel hinter den Kulissen soll gefälligst dort bleiben. Davon will man hier nichts wissen und erst recht nichts dazu sagen. Zu diesen Dingen möchte ich mich also absolut nicht äußern. Sie können mich gerne über sportliche Belange befragen, aber über diese Dinge äußere ich mich überhaupt nicht. Klar ist allerdings auch, dass sein Team, dessen Vorstandsmitglieder längst nicht mehr an einem Strang gezogen haben, zusätzlich verunsichert ist. Doch der Trainer hält seine Schadensanalyse noch zurück. Jetzt im Augenblick zu analysieren und zu sagen über bestimmte Dinge, wäre natürlich auch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich würde auch bestimmte Dinge und Stellung nehmen zu bestimmten Aussagen, was öffentlich gemacht worden sind, aber erst am Ende der Saison. Dann werden wohl auch einige Zeitgenossen Klartext zu hören bekommen, die so manche fragwürdige Entscheidung hier getroffen haben. Doch einstweilen ruht hier in der Geschäftsstelle Fortunas still der See, gehen die Clubangestellten ihrer ganz normalen Beschäftigung nach. Erst am kommenden Donnerstag will das Restpräsidium gemeinsam mit dem Beirat über die weitere Entwicklung im Vorstand nachdenken. Die treuen Fans werden sich derweil so ihre Gedanken machen, etwa über den verletzten Starttorwart oder seinen wackeren Vertreter, der es alleine aber auch nicht richten konnte bei Fortunas langer Verletztenliste. Gerade mal 16 fitte Akteure konnten heute trainieren. Es ist einfach zum Wegschauen. Das muss ich als Trainer damit auch leben. Ich musste seit langer Zeit viele Ausfälle verkraften, ob das schwere Verletzungen wie Georg Koch oder Kreuzbandriss von Jörg Bach oder andere Sperren vom Juran. Ich muss als Trainer damit rechnen. Nur leider in so einer Phase, wie wir uns befinden, ist es schwer, diese Ausfälle zu kompensieren. Wer also aus dem Häuflein der Verbliebenen aufrechten, in den letzten beiden Spieltagen den festgefahrenen Fortuna-Karren noch aus dem Bundesliga-Morast ziehen soll, steht noch in den Sternen. Immer vorausgesetzt, die anderen Mitwirkenden in diesem Drama spielen gemäß Traumplan mit. Restlos aufgegeben haben sich jedenfalls noch nicht alle. Wir müssen jetzt halt versuchen, die letzte Chance wahrzunehmen, beziehungsweise haben wir nur noch eine Chance, wenn der HSV zu Hause gegen Dortmund verlieren sollte und wir gegen Bremen gewinnen, dann würde es ein reines Endspiel geben, aber aus eigener Kraft haben wir eh gar keine Chance mehr. Glaubt die Mannschaft noch an die Chance? Solange die minimale Chance da ist, werden wir alles versuchen, sie zu nutzen. Und im Fußball hat man da schon einiges erlebt und solange die theoretische Möglichkeit, wie gesagt, da ist, werden wir alles geben. Für die Fans kann das dann ja nur bedeuten, auf nach Bremen. 45 Mark sollte das einem wahren Fortuna-Anhänger allemal wert sein.